Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Herr Lindner, Sie sind immer wieder genial. Also manchmal denke ich auch so, das ist einfach die Aufgabe der Opposition, der Regierung ein bisschen in den... Ne? Ich würde das Wort jetzt nicht sagen, aber Sie im Grunde genommen ein Stück weit zu treiben. Und gerade die Frage der Kompetenzagenturen. Ich erinnere mich auch an die Debatte, aber es ist verdammt ruhig hier, weil nämlich wieder einmal klar wurde, Projekte sind immer nur zeitlich begrenzt und auch Kompetenzagenturen sind dieses. Ich möchte aber noch mal zwei Punkte hervorheben, vielleicht auch in Ergänzung zu Frau Bernhardt. Das, was wir damals diskutiert haben, war insbesondere die Ausrichtung und die Frage der Harmonisierung, nämlich des sogenannten SGB II, wo Leistungen sanktioniert werden, und das SGB VIII, wo die Jugendberufshilfe zu Hause ist. Beide Punkte passen nicht immer zusammen. Und was haben wir jetzt? Wir diskutieren nicht, wie ich das so gerne gehabt hätte, an der Sache weiter, sondern wir sind wieder an der Finanzfrage und wir sind wieder darin, dass eine gute Institution aufgrund mangelnder Finanzierung nicht weiterarbeiten kann. Denn die Frage ist doch auch zu stellen, warum sind von den 10 Kompetenzagenturen nur noch 4 übrig? Die werden ihre Gründe haben. Möglicherweise sind sie in andere Einrichtungen übergegangen oder das Know-how hat nicht funktioniert. Das, was wir alle haben, und deswegen, ich kann dieses Wort Projekt nicht mehr hören und innovatives Modell, zeigt doch wieder mal eins, ob von Bundesebene oder auch von Landesebene. Wir müssen uns davon verabschieden, Projekte der Projekte willen zu machen, und wir müssen perspektivisch schauen und Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass eben Kompetenzagenturen oder wenn sie eben dann Jugendberufsagenturen heißen oder wie die Einrichtungen heißen, eben die Ausrichtung haben, eine Jugendberufshilfe so zu machen, dass Jugendliche A, den Übergang Schule und Beruf gut überwinden, dass sie einen Job finden, wo sie zu Hause sind und wo jeder Jugendliche auch ein Recht hat auf eine Jugendberatung. Das haben die Kompetenzagenturen mit einer guten sozialpädagogischen Arbeit getan. Und ich denke, darauf sollten wir anknüpfen. Wir können nicht wieder neue Strukturen hervorzaubern. Und manchmal habe ich das Gefühl, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind die zukünftigen Zauberer dieser Nation, weil es kann nicht sein, dass sie die Jugendhilfe immer wieder durch kreative Maßnahmen versuchen zu deckeln. Die Frustrationsgrenze ist, denke ich, irgendwann erreicht. Natürlich wissen wir das alle, Herr Renz. Aber warum kommt denn ein Herr Litwin, beispielsweise vom VSP in Schwerin, immer wieder an Politik? Und er war sicher auch bei Ihnen und auch bei den Vertreterinnen der SPD, der macht das doch nicht aus Jux und Dallerei, sondern der macht das doch, um zu sehen, wo soll die Jugendberufshilfe in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Deutschland hingehen. Ich nehme die Punkte auf, die die Ministerin eben genannt hat. Ich denke, es geht hier um eine Übergangslösung zu schaffen. Und wir werden wieder nachfragen. Und ich denke, da sind Jacqueline Bernhardt und ich auch einer Meinung, dass wir natürlich sehr zeitnah fragen, wie läuft es denn? Was ist aus den Worten geworden, nämlich hier eine Lösung zu finden? Weil das sind wir nicht nur den Jugendlichen schuldig, sondern das sind wir auch den Frauen und Männern schuldig, die jeden Tag dort ihre Arbeit leisten. Und ich denke, ich hoffe, dass wir hier eine einmütige Lösung herbeiführen. Ich kann immer noch mal wieder werben. Stimmen Sie für unseren Antrag. Und wenn Sie das nicht tun, dann gerne auch eine Überweisung in den Sozialausschuss. Uns ist das Thema wichtig, das ist hier deutlich geworden. Ich bitte um Zustimmung und danke für die Aufmerksamkeit.